So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Oh, er geht ab. Wir reden heute mit Brynjolf. Was für ein Pech aber auch. Genau. Nun versteht ihr langsam, wie unser System funktioniert. Laut Maven habt ihr dort noch etwas anderes entdeckt. Ist es für die Gilde von Bedeutung? Das weiß ich noch nicht. Dann kann es kein Zufall sein. Erst Aringoth und nun Sabion. Jemand versucht uns auszuschalten, indem er einen Keil zwischen Maven und die Gilde treibt. Können wir irgendwas tun? Er glaubt, diesen neuen Dorn in unserem Auge identifizieren zu können. Er will sich sofort mit euch treffen. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Okay, dann reden wir mal mit Mercer. Hättet ihr kurz Zeit? Ich wollte euch etwas sagen. Aber klar. Ich habe noch nie jemanden mit euren Fertigkeiten. Die labern mich alle immer nur so an. Ich weiß, dass ihr zu mir kommen könnt, wann immer ihr etwas braucht. Okay, Mercer, dann erzähl mal einen. Ah, da seid ihr ja. Ich habe meine Kontakte zu den Informationen befragt, die ihr aus Gut Goldenglanz beschafft habt. Aber mit diesem Symbol kann niemand etwas anfangen. Mhm. Offenbar versucht unser Gegenspieler, uns indirekt aufzureiben, indem er Maven Schwarzdorn verärgert. Sehr gerissen. Bewundert ihr sie? Umfangreiche Mittel und bleiben seit Jahren unerkannt. Ich bin beeindruckt, dass sie es so weit geschafft haben. Verwechselt meine Bewunderung aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Okay. Weil sie trotz all ihres Prahlens und Planens einen Fehler gemacht haben. Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gajolai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Sein wirklicher Name ist Gulum Ai, ein Schleier. Ach, den kennen wir doch schon. Ich weiß, wo wir anfangen. Gulum Ai ist unser Maulwurf bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut Goldenglanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Brynjolf reden. Okay. Optional sprich mit Brynjolf. Ja, wir müssen aber auch nochmal... dass Gulum Ai in all das verwickelt ist. Dieser Argonia könnte seinen Schwanz nicht mit beiden Händen finden. Versteht mich nicht falsch. Er könnte einem Bettler den letzten Septim abnehmen. Aber der Allerhellste ist er nicht. Mhm. Okay. Denkt ihr, er wird Probleme machen? Er ist einer der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Na gut, dann gucken wir mal. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Wenn das nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Wie ich Gulum Ai kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Na gut. Das ist wohl wahr. Und mit seinem Zugang zur Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft wird sich das für uns auszahlen. Falls es nicht klar sein sollte, wir wollen nicht, dass ihr ihn tötet. Klar doch. Bleibt ihm erst einmal auf den Fersen, dann wird er irgendwann einen Fehler begehen. Okay, dann, wir müssen aber noch mal einmal zurück in... zersplitterte Flasche hier. Genau. Denn die hat noch eine Rüstung für uns. Und soweit ich weiß, ist diese Rüstung ziemlich cool. Brynjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße... Ihr seid also der neue Rekrut. Da bist du doch. Es sieht so aus, als ob wir uns gut miteinander vertrauten. Ich bin hier unten der Hehler.
Wenn ihr etwas habt, das euch nicht wirklich gehört, zahle ich dafür. Abzüglich eines kleinen Gildenanteils, versteht sich. Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Okay. Ja, cool. Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heuler niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen. Ihr könnt auf hart machen, auf intelligent, was immer ihr wollt. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Na gut, verstanden. Gut, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier ist eure Rüstung. Sorgt dafür, dass ihr sie gut nutzt. Genau, dafür bin ich hier. Was gebt ihr mir dafür? Lasst mich mal sehen. So, die hier unten verkaufen, kaufen die Sachen für etwas weniger gut an. Dafür haben die hier auch mehr Geld. Ja, das brauche ich nicht, das kannst du direkt haben. Ja, die hat jetzt im Moment noch nicht so viel Geld, aber ja. Es wird sich früher oder später würde sich lohnen, hier mal reinzugucken. Denn ganz oft, ne, die brauchen wir noch. Diebesgilden, Kapuze, Schlossknacken ist leichter, bessere Preise, Tragfähigkeit und Erfolgschance. Das Problem ist, dass ich meine Schießkunst nicht verbessere mit der Diebesgildenrüstung. Ja, genau. Wir haben nämlich das, Tragfähigkeit um 20 Punkte. Da habe ich im Moment die. Die macht gute Rüstung, die macht weniger Rüstung. Ja, dann ist die gar nicht so gut, wie ich dachte. Na gut, aber ist nicht so schlimm. Ist nicht ganz so schlimm. Dann reden wir jetzt mal mit Brynjolf und dann sprechen wir mal mit diesem Gulum Ei. Denn da wird früher oder später auf jeden Fall auch nochmal was wichtig werden. Mach mal Kette hier auf. Und wir sprechen dann einmal in Einsamkeit mit dem werten Herrn. Jetzt haben wir aber wieder eine Rüstung, die wir zum Beispiel aufhängen könnten an einem Rüstungsständer. Die Diebesgildenrüstung zum Beispiel. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Hallo! Was haben wir denn hier? Lasst mich raten. Eurem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, dass ihr von der Gilde kommt. Aber das kann nicht sein. Ich habe Mercer gesagt, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ich bin wegen Gut Goldenglanz hier. Ich mache keine Geschäfte mit Grundstücken oder Immobilien. Wenn ihr jedoch Waren sucht, seid ihr am richtigen Ort. Könnt ihr euch sparen? Wartet. Habt ihr gut Goldenglanz gesagt? Ich muss mich entschuldigen. Ich muss leider zugeben, dass ich sehr wenig weiß über diese Inkerei, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann mich nicht an jedes Geschäft erinnern, das ich durchgeführt habe. Ich würde sagen, ich besteche dich mal. Jetzt, wo ihr es erwähnt, es gibt da etwas, an dem ich sehr interessiert bin. Ich habe einen Käufer für eine Kiste Feuerbrandwein. Zufällig liegt eine einzelne Kiste im Blauen Palast. Bringt sie mir, dann reden wir über Gut Goldenglanz. Na schön. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Machen wir, kein Problem. Einmal zum Blauen Palast. Kann man es eigentlich mal ganz schnell hinteleportieren. Und dann geht's da rein. Und wir werden mal versuchen, diese Kiste zu klauen.
Ah ne, wir müssen nach unten. Ich meine, wir sind ja hier auch Tane. Wir können ja hier... Dort war einfach. Ich hoffe, der verarscht mich jetzt halt nicht, ne? Ja gut, dann laufen wir jetzt mal kurz runter. Wozu die Eile? Ja, Lydia, wir haben es, weil wir haben was zu tun. Ja, darum die Eile. So, Gulumai, ich will hoffen, dass du mir jetzt hilfst, aber ich habe das Gefühl, dass der mich mies in das Licht geführt hat. Und mir jetzt gleich überhaupt nichts erzählt. Da bist du ja. Gut. Wir wollen ja nicht, dass der Käufer ungeduldig wird und sich anderweitig umsieht, nicht wahr? Hier, nehm das. Ich kann damit ganz sicher nichts anfangen, aber irgendwas muss ich euch ja für die Waren geben. Keineswegs. Ich betrachte das als Investition in eine Verlängerung meines Lebens. Ich sage euch alles, was ich über Gut Goldenglanz weiß. Ich wurde von einer Frau angesprochen, die mich als Makler für etwas Großes anheuern wollte. Sie hat mir einen großen Sack Gold ins Gesicht gehalten und sagte, dass ich nichts tun müsste, als Aringot für das Gut zu bezahlen. Ich habe ihm das Geld gebracht und dafür ihr Exemplar der Besitzurkunde bekommen. Aha, hat sie gesagt, warum sie das getan hat? Ich stelle in der Regel auch nicht viele Fragen, wenn ich beruflich unterwegs bin. Das versteht ihr doch sicher. Na, selbstverständlich. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich sauer war, und zwar auf Mercer Frey. Okay. In diesem Geschäft geben wir nicht viel auf Namen. Wer wir sind, wird dadurch bestimmt, wie viel Geld wir bei uns haben. Okay. Schaut, mehr weiß ich nicht. Ich habe nie versprochen, alle Antworten zu haben. Da unsere Transaktion beendet ist, werde ich mich jetzt auf den Weg machen. Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen wenig, ne? Okay. Dann werden wir mal versuchen, den... Dann werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwie fündig werden bei ihm, bei Gulumai. Mal gucken, wo der Typ hinmarschiert. Ich hoffe nicht allzu weit. Ich halte mich mal ein bisschen zurück auf jeden Fall. Und guck mal, dass er mich auf jeden Fall nicht entdeckt. Mach keinen Ärger, Spitzohr.
Ist übrigens ganz schön rassistisch, dass er mich gerade Spitzohr genannt hat. Die Frage ist, wenn ich ihn jetzt einfach umbringe. Würde er dann irgendwas droppen, was mir seinen Plan verrät? Er steppt irgendwie hier runter zu den Kaiserlichen. Ach, Gulumei, du könntest es so einfach haben. Er steppt doch jetzt Self-Call zu diesem Lagerhaus da von der Handelsgesellschaft. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was passiert. Ach, guck mal einer an. Dann knacken wir den Laden doch jetzt mal. Und mal schauen, was hier passiert. Also hier müssen wir wahrscheinlich sehr vorsichtig sein. Hier werden wahrscheinlich Gegner rumrennen. Da hinten sehe ich schon welche. Eine Ziege? Warum zum Fick rennt hier eine Ziege rum? Das ist natürlich jetzt nicht so chillig. Hat natürlich jetzt wieder nicht so gut geklappt, ne? Naja. Ja, Lydia ist für die meisten Schleichaufträge einfach nicht geeignet, ey. Die müsste man eigentlich für die gesamte Diebesgilden-Quest zu Hause lassen. Wait, what? Das hab ich mir wirklich angeredet. Ah, da vorne rennt einer rum. Okay. Solange wir die einfach alle relativ easy mit 2-3 Pfeilen wegsnacken können, ist immer alles kein Problem. Ich habe da hinten jetzt zwei Gegner.
Kann ich davon einpullen, ohne dass der andere das merkt? Ich denke mal ja. Okay, sie wird jetzt ein bisschen kritischer werden, weil ich bei ihr den Schleichangriff wieder nicht hinkriege. Oh, Lydia, Mann, ey, du stehst aber auch immer im Weg. Mann. Er kommt wieder. Es juckt ihn nicht. Aber was hat er hier gemacht? Lydia! Bitte, geh! What? Wo latscht er jetzt hin? Juckt den überhaupt nicht. Was macht er denn hier? Salzwassergrotte. Cool. Elle. Blumei zur Rede. Okay, wo soll der sein? Hier sind Banditen unterwegs. Das ist also Gulumeis Geschäft. Der plündert also von der kaiserlichen Handelsgesellschaft. Und hat hier seinen... Oh, wait, what? Binnenweben? War schon wieder sehr mutig, dass ihr hier zusammen mit Spinnen am Chillen seid. Alles klar. Der Bro weiß, dass ich da bin. Ah, das war quasi so eine Art... Ja, Shortcut. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Wissen müssen, dass sie lügt. Sagte, sie würde auf mich warten. Was war das? Aua. Wir wissen müssen, dass sie lügt, sagte, sie würde auf mich warten. Ja, und so, meine lieben Freunde, entstehen Bösewichte. Deswegen Vorsicht bei den Frauen. So, mal gucken, ob wir diese Folge Gulumei dann noch stellen werden. Aber mal gucken. Im Moment ist ja noch ein bisschen Zeit. Und dann werde ich gleich auf jeden Fall mal eine Kleinigkeit essen. Ich habe nämlich Hunger.
er denn, der Kollege? Was war das? Was? Nichts war das. Alles cool. Hier ist überhaupt nichts los. Alles in bester Ordnung. Ne? Kein Grund zur Sorge, Freunde. Kein Grund zur Sorge. Oh, guck mal, hier ist eine Kiste. Ich möchte gar nicht wissen, an wie vielen Kisten ich schon vorbeigelaufen bin hier. Oh, das ist gut, das nehmen wir mal alles mit. Ah, jetzt habe ich zweimal Essen mitgenommen, das Auduli. Okay. Jetzt geht's hier lang und da lang. Wo gehen wir hin? Jetzt erstmal hier hin. Das tut mir am meisten leid, ey, dass ich hier irgendwelche Hunde erschießen muss. Die haben überhaupt nichts dafür können, die einfach nur an die falschen Besitzer geraten sind. Da ist gar nichts passiert. Ah, ich hätte hier unten nochmal eine Umgehung benutzen können, die dann... Na, okay, ich verstehe. Die wäre dann mit Fallen gespickt gewesen, dann wäre ich hier rausgekommen, hätte die von da aus snipen können. Ja, alles klar. Verstehe. Das ist Lydia. Okay, ich hatte schon kurz Panik. Ah, Lydia hat da hinten noch wieder auf jeden Fall wen auf sich aufmerksam gemacht. Das kann sehr auch gut. Also Lydia eignet sich hervorragend als Kanonenfutter, ehrlich, ey. Also wenn die nichts kann, aber einfach nur da rumstehen und Agro ziehen, das macht sie ja ganz okay an vielen Stellen. Auch nicht immer, aber... Bergenpfeil, ich muss mich mal einmal gerade hinsetzen. Einmal schön gerade hinsetzen, ich habe nämlich hier schon wieder gesessen wie so ein... Nicht wie so eine Giraffe, so mit ausgestrecktem Hals. Da ist er doch. Okay. Egal, als ob er jetzt einfach weggeht. Mit dir nicht, richtig. Aber kein Grund, etwas Überstürztes zu tun. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte Mercer alles erzählen, wirklich. Bitte. Er wird mich töten lassen. Nein, bitte. Das muss doch nicht sein. Ich erzähle euch alles. Ja, dann jetzt aber raus damit. Ihr Name ist Carlia. Mercer hat euch nie von ihr erzählt? Carlia ist die Diebin, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Ach, okay, ich verstehe. Rachefeldzug. Helfen? Nein, nein. Schaut, ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Bitte, ihr müsst mir glauben. Okay, wo ist die jetzt? Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur... Zum Anfang des Endes. Hier, nehmt die Besitzurkunde von Gut Goldenglanz als Beweis. Sagt Mercer, dass ich für ihn lebend mehr wert bin als tot. Na gut. Was wollt ihr denn noch wissen? Moment, gar nichts. Ich will hier eigentlich mal gerade einmal rumgucken, was hier noch so rumliegt. Zum Beispiel diese Truhe hier. Und hier sind noch, zwei Truhen sogar. Eine. Elfenpfeil und Gold. Und noch eine Expertentruhe. Eieieiei. Okay. Och, jetzt geh doch auf, ey. Das nervt, ey. Ich muss unbedingt nochmal in Schlösserknacken investieren. Für 9 Gold. Chillig. Also mit dem nächsten Level werde ich auf jeden Fall nochmal in Schlösserknacken investieren. Wie komme ich denn jetzt hier mal... Was wollt ihr denn
Hey, jetzt nerv mich mal nicht. Ich will von dir überhaupt nichts mehr wissen. Keinen schnellen Weg raus. Das sieht doch. Ich würde gern wissen, wie ich hier rauskomme. Aha, hier. Ne, falsch. Das war richtig. Was wollt ihr denn noch wissen? Ach, laber, ich weiß, wo ich bin. Ja. Das ist diese eine Höhle hier bei Einsamkeit, wo die Horker drin sind. Ja, ja, ich glaube, ihr braucht mich nicht angreifen. Da kommt man damit aus. Okay, verstehe. Jetzt haben wir hier die Höhle hier hinten. Aber die ist immer noch nicht abgeschlossen, wa? Gibt's da wohl nicht. Okay. Dann einmal hierhin zurück. Einmal zur Diebesgilde teleportieren. Und dann werden wir mal gucken, was Mercer dazu zu sagen hat. Wahrscheinlich nichts Gutes. Ihr wollt mit mir reden? Nee, eigentlich will ich nicht mit dir reden, sondern mit ihm hier. Hat Gulum Ai Informationen über unseren Käufer rausgerückt? Er hat gesagt, dass Goldenland sei von einer gewissen... Nein, das kann nicht sein. Diesen Namen habe ich seit Jahrzehnten nicht gehört. Das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Ich hätte gehofft, dass sie mir nie wieder über den Weg läuft. Mhm. Kalia hat alles zerstört, wofür diese Gilde stand. Sie hat meinen Vorgänger kaltblütig ermordet und die Gilde verraten. Anschließend haben wir monatelang versucht, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Aber sie ist einfach verschwunden. Okay, warum ist sie zurückgekommen? Kalia und ich waren wie Partner. Ich habe sie bei jedem Einbruch begleitet. Wir haben aufeinander aufgepasst. Ich kenne ihre Techniken, ihre Fähigkeiten. Wenn sie mich tötet, gibt es niemanden mehr, der auch nur die Chance hätte, sie zu fangen. Wenn wir doch nur wüssten, wo sie ist. Tja. Das kann nur ein Ort sein. Der Ort, an dem sie Gallus ermordet hat. Eine Ruine namens Schneeschleierzuflucht. Wir müssen dorthin gehen, bevor sie wieder verschwindet. Okay. Ja, ich begleite euch. Und gemeinsam werden wir sie töten. Hier ist eure Bezahlung für Einsamkeit. Bereitet euch vor und trefft mich so bald wie möglich bei den Ruinen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns entwischt. Okay. Aber, liebe Freunde, das werden wir erst in der nächsten... Über den Tausch einer Rüstung. Wie bitte? What? Den Tausch einer Rüstung? Kann ich denn da tauschen? What? Kriege ich jetzt eine verbesserte Diebesgildenrüstung oder was? Langweilt ihr euch? Würdet ihr etwas für mich erledigen? Ja, warte, chill mal. Nun, ihr scheint euch hier unten gut einzufügen. Ich kann euch erlauben, ein Stück eurer Gildenrüstung einzutauschen. Welches soll es sein? Natürlich. Sonst wäre es ja keine großartige Belohnung, oder? Das neue Teil verbessert eure Fähigkeit mehr als das Original. Vertraut mir. Dann tausche ich meinen Brustpanzer ein. Nachdem ich es ausgetauscht habe, nehme ich es nicht mehr zurück. Außer natürlich, ihr wollt es zu einem Sonderpreis verkaufen. Ja, ich bin mir sicher. Okay,
Was haben wir denn da jetzt dann schönes? Bekleidung. Diebesgildenrüstung. 72 Tragfähigkeit wird um. Joa, dafür, dass das Problem bei der Sache ist, dass ich, aber ich glaube, die konnte ich auch nicht mehr verfeinern, ne? Nehmen wir das. Nehmen wir das. Das ist auf jeden Fall, also, das macht zwar 4 Rüstung weniger, dafür habe ich nochmal um einiges mehr Traglast. Das ist sehr gut. Okay, Freunde, das war's mit der heutigen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Haut rein.